Vielen Dank für die Vorschusslorbeeren. Ich bin hier mit einer Brille angetreten, mit einer dunklen Brille. Meine Damen und Herren, Sie haben dafür Verständnis. Ich habe eine gesamtdeutsche Migräne zugelegt und das geht mit Gedächtnisverlust, also quasi die Krankheiten, die man vor dem Untersuchungsausschuss oft doch sieht. Und ich habe ein paar Notizen gemacht, wie es denn wirklich war damals. Ich war damals am 3. Oktober abends, war ich, am 9. November, so hat es ja angefangen. Da saß ich auf der Mauer am Checkpoint Charlie in Berlin. Saß da, hab geguckt, dieses völkische Treiben, wann kommt der Osten endlich, haben wir uns gefragt. Und Engländer riefen, let's go in, let's go in, let's go in. Und ich saß da und plötzlich kam ein Pärchen in schwarzem Leder, sehr elegant, mit einem Glas Champagner in der Hand und einer roten Fahne, setzt sich neben mich auf die Mauer. Und ich frag dann so etwas gehemmt, etwas westdeutsch gehemmt, was das mit dem Champagner kann ich ja verstehen, aber was ist denn mit der roten Fahne? Dann sagten die, ach, erst verbrennen wir die Fahne, dann trinken wir den Sekt. Ja, das so fing's an, meine Damen und Herren. Aber jetzt sind wir natürlich etwas weiter. Der 3. Oktober ist ja ein besonderer Feiertag geworden, gerade für die CDU. Es ist allerdings, meine Damen und Herren, das muss man sagen, auch der Todestag von Franz Josef Strauß. Das hat der Weltgeist so gewollt, dass die Tage aufeinander fielen. Die Älteren in sich noch, Franz Josef Strauß, das war ein Grundnahrungsmittel des Kabaretts der 60er, 70er, 80er Jahre. Ja, er ist damals am 3. Oktober 88 mit der Waffe in der Hand von uns gegangen. Ja, das war ein Pfundskerl, der bayerisch gedacht hat und deutsch gehandelt. Ja, er war sein eigener Waffenhändler, kann man sagen. Er hat also Deutschland immer beliefert, ja, Panzer HS-30, Lockheed Starfighter, 178 abgestürzt. Also man kann sagen, ein sympathischer Krimineller, ein durchaus sympathischer Krimineller, im Gegensatz zu Manfred Kantor. Kennt niemand mehr, macht nichts. Nein, der war mir schon unsympathisch, als er noch gar nicht kriminell war. Gut, bei Kohl muss man sagen, Kohl ist ein Kleinkrimineller. Nach 53a oder 153a ist er also wegen geringer Schuld nur eine Buße und dann ist das quasi gelöscht. Und das Parteiengesetz, das kennt ja gar keine Kriminalität, meine Damen und Herren, nicht wahr? Das kennt ja nur Regulation, nicht wahr? Das ist ja extra so eingerichtet worden. Aber der Kohl hat immer gesagt, ich bin nicht käuflich. Das war aber auch gar nicht die Frage, denn das hat Al Capone auch immer gesagt, ich bin nicht käuflich. Entscheidend ist ja, was er gekauft hat, verstehen Sie? Das ist ja gut. Und die Einheit war ja nicht billig, weil die Franzosen haben verlangt, dass wir die D-Mark aufgeben, zugunsten des Euros. Ja, der Euro ist die Rache für die Vereinigung, kann man sagen. Wir haben immerhin die DDR dafür bekommen, muss man sagen. Gut, das ist, ja. Man fragt sich, wie ging das los vor 10 Jahren? Erst die berühmten Rufe in Leipzig, wir sind das Volk, wir sind das Volk. Und dann wenig später die geschickte Wendung zum unbestimmten Artikel, wir sind ein Volk, ja. Was für ein Volk, ja, wir sind schon ein Volk, also. Und dann riefen sie irgendwann nur noch Helmut, Helmut, Helmut und rhythmisch. Kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, gehen wir zu ihr. Das war schon ein bisschen Erpressung, kann man sagen. Und ja, plötzlich kam dann der Zug der Einheit, der Zug zur deutschen Einheit. Von allen Journalisten wurde geschrieben, er ist nicht mehr aufzuhalten. Das war so organisiert, dass da alle wie aus einem Munde gerufen haben, Zug der Einheit. Also es war quasi eine Gleichschaltung wie in den ersten Tagen des Kosovo-Krieges, meine Damen und Herren. Alle mussten da schreiben, wäre nicht nötig gewesen, aber sie haben es eben doch gemacht. Nur einer hat gerufen, das war der Günter Grass, hat gesagt, was ist das für ein Zug, den man nicht mehr aufhalten kann? Ja. Das sind Fragen, meine Damen und Herren, die können wir uns nicht erlauben. Nein, das ist ja längst vorbei. Das war ein alliierter Vorbehalt, kann man sagen. Ja. Die Alliierten hatten ja, das muss man der Gerechtigkeit halber sagen, hatten ja große Vorbehalte. Gerade Mitterrand ist sofort in die DDR geflogen, noch im Dezember 89, um zu zeigen, was ein Staatsbesuch ist. Ja, also Staat qua Besuch. Und der französische Außenminister soll man früher mal gesagt haben, je t'aime Allemagne über alles. Et je suis très heureux, dass es gleich zwei davon gibt. Ja. Also auf Volldeutsch heißt das, Deutschland muss zweigeteilt bleiben, ein Arsch hat immer zwei Hälften, nicht wahr? Das war die linke Parole, meine Damen und Herren. Es gab die alliierten Vorbehalte. Denken Sie an die Engländer, die haben ja damals also aus der Regierung Thatcher heraus verlauten lassen, Eigenschaften, die als typisch deutsch gelten, stellen in der Regel Charakterlücken dar. Gott strafe England, denkt man als Deutscher, oder? Oder denken Sie an den Saar-Franzosen Lafontaine.
Die sogenannten deutschen Sekundärtugenden. Mit denen könnte man auch ein KZ führen. Ho, ho, ho. Hm? Leichte Empörung? Hm? Als wenn die Moral Brunftzeit hätte? Ho, 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 ho. Dagegen hilft nur Beethoven und Schiller, meine Damen und Herren. Als Kombipackung, die 9. Sinfonie, die hat Bernstein damals, also Leonard Bernstein, in Berlin öffentlich aufgeführt mit dem Schlusschor. Seid umschlungen Millionen, diesen Kuss der ganzen Welt. Und die Welt, was hat sie gesagt? I don't wanna be kissed by you. Das ist das Problem, weil die Welt hatte Schiller gelesen. Schiller hatte geschrieben, so wie wir uns in der Mitte Europas befinden, sind wir der Kern der Menschheit. Die anderen Völker sind Blüte und Blatt, wir aber sind Erwählte, wir sind der Fruchtknoten. Und der ist 33 geplatzt, ja. Sie merken, die Geschichte lässt uns nicht im Stich. Schwieriges Thema. Wir haben in diesem Jahrtausend das Kleingeld nicht mehr zusammengekriegt, um uns noch da irgendwie erkenntlich zu zeigen. Sie wissen, was ich meine. Der Vertreter der Unternehmer hat ja gesagt, man wundere sich, dass man jetzt zahlen solle, weil man habe doch damals an die SS gezahlt. Ja. Das ist unter Humor in Unternehmerqualität, meine Damen und Herren, da kommen Sie nicht ran. Aber nein, vielleicht sollten wir einfach gar nicht in die Geschichte schauen, sondern in die Zukunft hinein. Das heißt, wo soll man hinschauen? Auf die Liste der Opfer der deutschen Einheit, der totgeschlagenen Ausländer oder in den Medaillenspiegel? Ein 36 Olympia, meine Damen und Herren, das kommt nie wieder, nicht wahr? So viele Medaillen kriegen wir nie wieder, nicht wahr? Damals hatten wir so viel Gold gewonnen, dass wir es in die Schweiz abtransportieren mussten. 92, da war Deutschland doch die Summe seiner Teile. 35 Goldmedaillen, Barcelona. Und dann 96, da ging es schon los. Wenn wir damals die ehemaligen Mauerschützen nicht gehabt hätten, ja, die Grenztruppen der DDR, die haben ja schon in den ersten Tagen alles weggeballert, nicht wahr? Und jetzt wären die Kanuten am letzten Tag nicht gewesen, meine Damen und Herren, wie hätten wir da gestanden, irgendwo hinter Italien, grauenhafte Vorstellungen. Hinter Italien im Land des Chaos stehen wir. Wir haben es noch geschafft auf Platz 5, aber das reicht nicht ganz. Wie schön wäre das gewesen? Platz 4, meine Damen und Herren, Platz 4. Die Reihenfolge: Amerika, Russland, China, Deutschland. Das klingt doch nach Weltsicherheitsrat, oder? Ja, Sie gestatten, dass eine Vision an das Ende gestellt wird. Ich wünsche Ihnen einen schönen, unterhaltsamen Abend mit der deutschen Einheit. Dankeschön. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein Ossi, die Ossis, das sind unsere ehemaligen Brüder und Schwestern. Das sind 17 Millionen Menschen, auch Deutsche, die ein viel schwereres Schicksal hatten als wir hier im Westen, denen die Banane in der Hand immer lieber war als der Wartburg auf der Warteliste. 17 Millionen Deutsche, die von 49 bis 89 40 Jahre lang im öffentlichen Dienst tätig waren. Wo wir jetzt eine ganz schwere Aufgabe haben, nämlich die, wieder die ans Arbeiten zu schieben in einer Welt, wo es kaum noch Arbeitsplätze hat. Und die haben ein schweres Schicksal als wir. Denn wer ausholt, um dem Klassenfeind damals, also uns, in die Fresse zu hauen, aber nur die Wade trifft, merkt, es wäre besser gewesen, gleich die Füße zu küssen. Das zieht die oft runter. Dann werden die jaulig und maulig. Dann sage ich, wieso, hör auf zu heulen. Ihr wolltet doch die harte D-Mark. Ja, aber das so hart wurde, das konnte ich ja nicht wissen. Und ich meine, auch der deutsche Unternehmer hat damals geholfen. Sie erinnern sich. Dem lief doch wie dem Pavlovschen Hund das Wasser im Mund zusammen, wenn er die drei Buchstaben DDR hat klingeln hören. Dumping, Dividende, Reibach. Der hat doch mit dem Schwanz gewedelt und mit den Hufen gescharrt. Abwartend, wann endlich das letzte Stück Stacheldraht aus dieser fetten Weide rausgezogen wird und dann ham, 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 haben wollen, reinzubeißen in diesen riesigen Meckbrandenburger. Und da meine ich, da kann man sich über Ossis nicht hämisch und lustig machen. Nach einem unverantwortlichen Motto. Was haben ein Ossi und ein Hühnerei gemeinsam? Man kann sie beide in die Pfanne hauen. Aber wo ist der Unterschied? Beim Ei geht's nur einmal. Sondern die muss man aufbauen, denen muss man Mut machen. Mut, Mut, Mut! Und ich bin euer Held, Mut!
Und das war doch das Erfolgsgeheimnis des Bundeskanzlers damals, als er in der Heldenstadt Leipzig den Menschen zugerufen hat, bei uns im Westen, das schimpfen Sie mich Birne, aber ihr dürft mich Banane rufen. Wir sind jetzt eine Bananenrepublik, ja und? Wir kennen doch die Banane noch aus der Quäkerspeisung. Wenn die genügend zermanscht statt 35 Mal kauen, dann haben sich Botenstoffe freigesetzt. Die sind als Optimismus ins Hirn gedrungen. Die Mauer in Berlin, Schröder hat es gesagt, ist auf der Straße eingedrückt worden. Und nicht im Wohnzimmer. Und zwar nicht von den Trompeten von Jericho zerbröselt, sondern durch die Kraft. Wo ist die Banane? Wo findet man Orientierung? Sie kennen die Lösung. Man hat damals eine Banane genommen, auf die Mauer gelegt. Das angebissene Ende, das war der Osten. Das war der sogenannte Bananenkompass. Und da denke ich, wenn diese Leute missmutig sind, wir können helfen, wir können kostenneutral helfen, aber wir können auch spondabel sein. Ich muss nochmal sagen, Geld ist genügend da. Das wissen wir von der CDU. Das kommt ja raus auf den Boden wie die Maikäfer, die treten das immer weg. Hauen auf das Geld, so kann man mit Geld heute nicht mehr umgehen. Die behandeln ihr Geld wie ein katholischer Priester seine 5 Söhne. Das geht nicht. Geld ist intelligent. Geld ist sensibel. Bevor sie aufgewacht sind, ist er schon 3-mal um den Globus geschwappt und hat Anlagemöglichkeiten gesucht. Scheu wie ein Reh hüpft es nachts über die Grenze nach Luxemburg. Da kann man nicht das Geld in Tüten kleben. 1000 mal 2 hässliche Männer übereinander, dass sie kaum noch atmen können. Da gibt es neue Fernsehsendungen. Vereine, Money International. Geld, was manche Leute sich bei Helllicht im Tag von deutschen Rentenkassen abkassieren lassen. Da gibt es neue Sendungen. Bitte melde dich. Also, einfach mal nachdenken. Ich selber kam dadurch darauf, dass ich mir überlegt habe, 30 Milliarden Loch, Eichel hat es gesagt. Das hat mich sehr betroffen gemacht. Weil ich fühle mich verantwortlich. Ich habe meinen Solartaschenrechner gefragt, was das für mich umgerechnet bedeutet. Und er hat ausgerechnet, auf meinen Schultern als statistischer Bundesbürger würde ein Schuldenberg von umgerechnet 100.000 Mark lasten. Da war ich fix und foxy. Ich habe mit letzter Kraft noch meinen Steuerberater erreicht und ihm gesagt, schreiben Sie das ab. Da hat er gesagt, das ginge nicht. Da habe ich gesagt, Moment mal, das muss gehen, das sind Schulden. Oder haben Sie Ihren Beruf als Steuerberater bei Neckermann gelernt? Dann hat er gesagt, ja, ist ja gut. Es würde halt oft verschwiegen, das wären zwar Schulden, das gleichzeitig auf den Schultern des Bundesbürgers auch Guthaben liegen. Von umgerechnet 180.000 Mark. Okay, habe ich gesagt, an die Differenz will ich ran. Und deswegen denke ich, schauen Sie mal, wenn hier im Spiegel steht, 100 Milliarden für das Gemeinschaftswerk Aufschwung Ost werden verpulvert worden durch Seilschaften, Korruption und so weiter. Das sollen es doch nicht anfechten, 100 Milliarden. Das sind Nullen vor dem Komma, die zu mir noch nie guten Tag gesagt haben. Das sind Peanuts und da wird herausgearbeitet als Skandal in einem kleinen Ort von 2000 Einwohnern in Mecklenburg-Vorpommern, also MacPom. Hätte man wegen Korruption ein Klärwerk hingesetzt, ausgelegt für 200.000 Leuten, das wäre ein Skandal, da sage ich, was soll der Geiz? Bei so viel Beschiss kann das Klärwerk doch gar nicht groß genug sein. Und wenn es mir dann schwerfällt, dann denke ich, in einem Punkt hatte Kohl recht. Er hat einmal gesagt, Einheit gibt es nirgendwo zum Nulltarif. 100 Milliarden Mark, wenn ich da an Einheitsbestrebungen denke, im Rest von Russland, Tschetschenien, Afghanistan oder Rest Jugoslawien. 100 Milliarden Mark, lasse ich mich doch lieber bescheißen als beschießen. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte mich vorab bei der Direktion der Kammerspiele dafür bedanken, dass mir Gelegenheit gegeben wird, zum Thema zu referieren. Ich möchte die immer wiederkehrenden, in der Geschichte wiederkehrenden Vereinigungen deutscher Reiche und Länder kurz historisch betrachten. Erlauben Sie mir diesen Ausflug in die Geschichte, meine Damen und Herren. Wir haben kein Glück mit Vereinigungen, nicht wahr? Sehen Sie sich die deutschen Reiche an.
nicht wahr? Das Erste Reich, das Heilige Römische Reich deutscher Nation, eine schwindsüchtige Inkassofiliale des Vatikan, nicht wahr? Das Zweite Reich stand auch unter keinem guten Stern, nicht wahr? Eine Stunde vor der Krönung hat Kaiser Wilhelm einen Weinkrampf bekommen, nicht wahr? Weil er geahnt hat, es wird nichts, nicht wahr? Bismarck hat ihn quasi mit gezücktem Säbel auf den Thron treiben müssen. Bismarck selbst übrigens, um das anzufügen, meine Damen und Herren, der war auch von Deutschland nicht begeistert. Der dachte und empfand preußisch, nicht wahr? Bismarck hat immer gesagt, mit Deutschland ist es so, so, lala, nicht wahr? Er hat immer gewarnt und hat gesagt, mit Staaten wie Bayern und Österreich ist für lange Zeit keine vernünftige Politik zu machen. Was für ein Prophet, nicht wahr? Man kann sagen, das Unheil kam immer aus dem Süden, meine Damen und Herren. Nicht wahr? Im Dritten Reich, Hitlers Germanen kamen aus Bayreuth, meine Damen und Herren. Und er selber war ein von seinen eigenen Hormonen gedemütigter katholischer Vegetarier aus Braunau am Inn, nicht wahr? Österreichs Rache für König Grätz, könnte man sagen. Ich möchte, meine sehr verehrten Damen und Herren, den entscheidenden historischen Fehler in der deutschen Geschichte auf den März 1848 datieren. Feigheit eines preußischen Königs, der diesen verräterischen Satz sagte, von heute an soll Preußen in Deutschland aufgehen. Was für ein Opfer, meine Damen und Herren. Nicht wahr? Um seinen Hintern zu retten, hat er Preußen verraten. Er hätte seinen Hintern drangeben sollen, um Preußen zu retten. Das wäre preußisch gewesen, meine Damen und Herren. Wohlgemerkt, übrigens, seinen Hintern hätte er nur retten brauchen, nicht seinen Kopf, nicht wahr? Den Kopf hat keiner gefordert, nicht wahr? Er hätte seinen Hut nehmen sollen, er hat ihn sowieso schon abgesetzt vor den Märzgefallenen, aber auch erst auf Zuruf, nicht wahr? Sie haben eben nicht gerufen, Kopf ab, König, sondern Hut ab. Mehr wollten sie ja gar nicht, nicht wahr? Aber nein, nicht wahr? Man hat dem Volk, dem Pöbel, den nationalen Köder hingehalten, nicht wahr? Und das hat danach geschnappt. Aus Angst vor demokratischen Reformen sind wir eine deutsche Nation geworden. Grauenhaft, meine Damen und Herren, nicht wahr? Hätte damals der preußische König den Mut gehabt und hätte abgedankt, hätte sich Preußen an England orientiert, politisch, nicht wahr? Die Reichsgründung wäre ausgefallen. Wilhelm II. Hätte seinen Größenwahn an Zinnsoldaten abreagiert. Hitler wäre in der Psychiatrie gelandet. Ein Mann wie Walter Ulbricht wäre beim Versuch einzuwandern durch den Sprachtest gefallen. Und Preußen wäre heute eine blühende Landschaft. Dieser kleine Ausflug mag Ihre Gedanken etwas radikalisieren, meine Damen und Herren. Nicht wahr? Preußen war immer für eine kleindeutsche Lösung. Lassen Sie uns über eine ganz kleindeutsche Lösung nachdenken. Nicht wahr? Der Volkskörper heute Abend angesprochen, ein schönes Bild vielleicht, nicht wahr? Der deutschnationale, der rechtsradikale Virus, wir könnten ihn isolieren und amputieren, meine Damen und Herren. Nicht wahr? Wo ist er am stärksten? Im Osten. Da sind die meisten schon versammelt, nicht wahr? Da könnte man eine neue Ostprovinz gründen, abgetrennt, offener Korridor nach Österreich und Bayern sozusagen. Option für eine Südstaatenkonföderation, nicht wahr? Wir tauschen die paar überlebenden Ausländer aus dem Osten gegen unsere Rechtsradikalen, nicht wahr? Schon haben sie drüben eine große, national befreite Zone, eine neue NBZ, nicht wahr? Übrigens, ein seltsames Phänomen am Rande vermerkt, dass Ostdeutsche derart nervös auf Ausländer reagieren. Eigenartig, nicht wahr? Sie kennen Neger als Beispiel mal, nicht wahr? Der Neger ist ein plastisches Beispiel, weil man ihn schon von Weitem als Ausländer erkennt, nicht wahr? Das bevorzugte Jagdobjekt des Ostdeutschen, nicht wahr? Warum ist der Ostdeutsche derart gereizt gegenüber dem Neger, meine Damen und Herren, nicht wahr? Das ist doch ein Phänomen, er kennt sie ja kaum, nicht wahr? Man überlegt, was soll das? Haben Sie zu oft Roberto Blanco im Westfernsehen gesehen? Da könnte natürlich eine gewisse Rachsucht aufkeimen. Wenn selbst ein so gemäßigter Mensch wie Frank Elstner auf offener Bühne schon mal gesagt hat, wenn du jetzt nicht ruhig bist, kommst du zurück in den Busch. Das ist sicher nicht die zentrale Ursache, meine Damen und Herren. Aber ich vermute es im psychologischen Bereich schon zu finden. Ich denke, es ist die innere Zerrüttung des Ostdeutschen. Er sucht sich selbst. Ich glaube. Noch vor 10 Jahren hat Herr Stoiber gesagt, das sind nicht die Ostdeutschen, das sind die Mitteldeutschen. Die Ostdeutschen, die kommen noch später, nicht wahr?
Wer ist schon gern ein Mitteldeutscher, meine Damen und Herren? Eine Zerrüttung des Selbstwertgefühls, nicht wahr? Der Ostdeutsche empfindet sich anders. Er denkt vielleicht, er ist der Neger bei uns. Nicht? Und da entwickelt er ein Konkurrenzgefühl. Instinktiv spürt er irgendwie, als Neger sind die Echten besser. Nicht wahr? Das kann schon sein. Der Letzte. Wobei, meine Damen und Herren, man nun die Neger nicht frei von Schuld sprechen darf, nicht wahr? Der letzte Erschlagene soll ein fröhlicher Mensch gewesen sein. Und das provoziert in Ostdeutschland. Nicht wahr? Da scheint 2 Tage die Sonne, da freut sich der Neger und lacht auf offener Straße. Nicht wahr? Das kann er sich nicht leisten. Nicht wahr? Man liest Mord und Totschlag im afrikanischen Kontinent, nicht wahr? Eigentlich müsste der Ostdeutsche den ganzen Tag lachen, wenn man zählt, was er uns alles abgeknöpft hat, nicht wahr? Aber er lacht nicht, nicht wahr? Und danebenan hüpft der Neger. Womöglich scheint die Sonne 3 Tage am Stück, dann trifft der Kumpane, bringt einer eine Trommel mit, da hüpfen sie zusammen und lachen. So etwas provoziert, man sollte den Negern sagen, dass sie bei uns in Deutschland nicht mehr auf offener Straße lachen sollen. Wobei andererseits ich auch hier wieder etwas Wohlwollendes sagen muss, fällt mir nur gerade ein, nicht wahr? Neger betteln nicht, meine Damen und Herren. Eigenartig, nicht wahr? Ist mir aufgefallen, ich habe noch nie einen bettelnden Neger gesehen. Diese katholische Unart scheint in Afrika in der Form nicht üblich zu sein. Nicht wahr? Das achten Sie mal drauf, nicht wahr? Der Neger will nichts geschenkt. Nicht wahr? Er hält nicht einfach die Hand auf, er bietet eine kleine Gegenleistung. Nicht wahr? Ein Lederarmband, eine Vorstufe von Musik, nicht wahr? Irgendwas bietet er an, nicht wahr? Er will es nicht geschenkt. Respekt kann ich dann da sagen. Ich kenne nur einen bettelnden Neger, der stand früher in der Kirche, das war der Nick-Neger. Er stand bei uns am Kircheneingang, ein kleiner Holzneger, hatte einen Schlitz im Kopf, nicht wahr? Es streckte so die Hand aus, wenn man Groschen in den Kopf geworfen hat, hat er immer so Danke genickt. Ja, jetzt bin ich etwas vom Thema abgekommen, meine Damen und Herren. Nicht wahr? Diese bereinigte und autonome Ostprovinz, nicht wahr? Das wären Leute, die einen gemeinsamen Staatsgedanken entwickeln könnten, nicht wahr? Mit Österreich, Bayern sich prächtig verstehen. Das wäre auch keine ethnische Säuberung, dieser Bevölkerungstausch, nicht wahr? Und wenn dann noch großdeutsche Nationalisten bei uns wieder das Wort ergreifen, könnte man endlich mal wieder in Ruhe sagen, geh doch nach drüben, wenn es dir da besser gefällt. Roland Koch beispielsweise möchte den Namen heute noch mal ins Gespräch bringen, nicht wahr? Der Mann hätte drüben gute Chancen für einen echten Wahlsieg, nicht wahr? Und eine solche Verpflanzung, nicht wahr? Da müsste man auch keine Abstoßung befürchten, nicht wahr? Genetisch ist zwischen einem sächsischen Eierdieb und dem hessischen Ministerpräsidenten kein Unterschied, meine Damen und Herren. Nicht sehr gering. Lassen Sie mich abschließend noch eine Petitesse erwähnen, meine Damen und Herren. Fichte ist es, glaube ich, gewesen, der gesagt hat, der Staat ist die Verwirklichung einer sittlichen Idee. Wie weit sind wir davon entfernt, meine Damen und Herren? Der Anführer des Staates sollte sie verkörpern, die sittliche Idee. 10 Jahre zurück, meine Damen und Herren, haben Erich Honecker und Egon Krenz die sittliche Idee des deutschen Sozialismus verkörpert. Das zu bejahen hat noch nicht einmal der deutsche Sozialismus verdient. Nicht wahr? Helmut Kohl. Meine Damen und Herren, der Name kann nicht unerwähnt bleiben, nicht wahr? Welche sittliche Idee hat er verkörpert, nicht wahr? Wir wissen, was er unter geistig-moralischer Wende verstanden hat, nicht wahr? Was man nicht bestreiten kann, ist, dass er das Land verkörpert hat, meine Damen und Herren, nicht wahr? Bedauerlicherweise, nicht wahr? Die Prozentzahlen bei seinen Wahlen, das war kein Versehen. Übrigens, da bin ich nachtragend, die Ostdeutschen haben ihn uns 8 Jahre Kohl uns eingebrockt, nicht wahr? Das, da bin ich, nicht wahr? Da bin ich Indianer, nicht wahr? Das habe ich mir gemerkt. Die sittliche Idee, die Helmut Kohl verkörpert hat in der Mitte des Landes, das hat gepasst, nicht wahr? Zu groß wie das Land, behäbig, in Mimik, Gestik, Bewegung, soweit vorhanden, nicht wahr? In dem mühsamen Versuch, einen klaren Gedanken in Sätze zu fassen. Tragisch, nicht wahr? Das kleine Preußen, meine Damen und Herren, damals, nicht wahr?
Ich kann nicht davon lassen, es zu erwähnen. Das kleine Preußen, das wurde durch seinen Herrscher damals auch verkörpert. Nicht wahr? Friedrich der Große. Klein, bescheiden, geistig flexibel. Er war wie sein Land. Nicht wahr? Der hat auch sein Land verkörpert. Und Deutsch mochte der übrigens überhaupt nicht. Nicht wahr? Der hat es noch nicht mal gesprochen, meine Damen und Herren. Deutsch. Nur so viel, dass mich meine Pferde verstehen, hat er gesagt. Das muss genügen. Nicht wahr? Wahrscheinlich die einzige wirkliche Parallele mit Helmut Kohl. Erst nur am Rand, nicht wahr? Dieses historizierende Gehabe dieses Mannes, der seine Strickjacke für den Mantel der Geschichte hält. Unerträglich, nicht wahr? Meine Damen und Herren. Der alte Fritz, meine Damen und Herren, der alte Fritz hatte einen letzten Wunsch. Er möge bestattet sein in Sanssouci. Neben seinen Windspielen, das ist so eine Art Hund, nicht wahr? Neben seinen Windspielen allein möge er bestattet werden, nur beim Schein einer Straßenlaterne. Helmut Kohl hat ihm seinen letzten Wunsch nicht erfüllt, meine Damen und Herren. Er hat ihn rübergebracht und ist mitgegangen. Nicht wahr? Der alte Fritz war nicht allein. Er wollte eine Straßenlaterne am Grab und hat einen Armleuchter gekriegt. Heute, meine Damen und Herren, heute erweckt Gerhard Schröder den Anschein zu regieren. Nicht wahr? Von Helmut Kohl zu Gerhard Schröder, meine Damen und Herren, da mag es einen ästhetischen Quantensprung geben. Die sittliche Idee habe ich noch nicht gefunden. Vielleicht werden wir noch ein bisschen warten müssen, aber die Zeit drängt, meine Damen und Herren. Europa schreitet fort. 10 Jahre sind vorbei, in weiteren 10 Jahren werden Sie vielleicht nicht mehr streiten. Wer die Ehre hatte, die Einheit ins Leben zu rufen, da wird es keiner mehr gewesen sein. Das ist denkbar. Lassen Sie uns nach radikalen Lösungen denken. Eine Neuordnung der deutschen Bundesländer steht an, meine Damen und Herren. Nächstes Jahr ist wieder Jubiläum. 2001. 300 Jahre Preußen, meine Damen und Herren. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Guten Dank. Guten Dank. Guten Dank. Guten Dank. Guten Dank. Ich möchte mich auch hier bedanken, dass ich eingeladen wurde zu dieser sehr deutschen Veranstaltung. Es wurde von den Kollegen mit Recht bisher sehr auf Deutsche geschimpft. Das ist eine sehr deutsche Eigenschaft, dass wir Deutschen auf Deutsche schimpfen. Wir wissen, das ist auch der Grund, warum die Völker der Welt Angst vor uns haben. Man kennt das aus der Ehe. Wer sich selber nicht liebt, hat auch seinen Partner oft nicht gern. Und genau das findet hier auch statt, meine Damen und Herren. Und deshalb lassen Sie mich etwas vielleicht in eine andere Richtung gehen, um Widerstand zu leisten. Und subversiv ist der Widerstand, den man nicht merkt. Lassen Sie uns Deutschland loben. Ich freue mich über diese tosende Begeisterung bei diesem Paradigmenwechsel, wie man so sagen pflegt. Naja, auf jeden Fall gehen wir nochmal in die Geschichte, um in die Zukunft zu kommen. Es war einmal ein Volk, das fühlte sich so verarscht von der ganzen Welt, dass es sich die Deutschen nannte. Schon in der Volksschule wollte niemand mit ihnen Völkerball spielen. Da beschloss das deutsche Volk in einer dunklen Stunde Fußball-Weltmeister zu werden. Und so gaben sich die Deutschen eine Nationalhymne und die hieß Deutschland vor, noch ein Tor. Der Refrain aber lautete Olé, 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 Owe, 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 Owe. Mit einem dreifach donnernden Hurra zog in der 14. Minute das deutsche Volk auf das Spielfeld von Verdun, wo so mancher Granatenschuss daneben ging. Nach heftigen Materialschlachten schien in der 18. Minute das Spiel verloren. Da waren die Deutschen beleidigt und verpatzten sogar ihre eigene Revolution. Nach Klein-Klein-Spiel im eigenen Raum wurde in der 33. Minute der Spielführer ausgewechselt. Da freuten sich die Deutschen und stürmten wie in alten Tagen. Ja, das ganze deutsche Volk schien aus lauter Stürmern zu bestehen. So kam es auch in der 38. Minute zum Anschlusstreffer gegen Österreich. In der 39. Minute wurde in alle Himmelsrichtungen geschossen, sodass der Sieg bald nahe schien. Doch in der 43. Minute geriet die deutsche Mannschaft in die sibirische Abseitsfalle. Da fiel die Manndeckung aus und der Rückzug musste angetreten werden. Und in der 45. Minute schien das Spiel bedingungslos verloren. Doch da kam der alte Reichstrainer Sepp Herberger und sagte, jedes Spiel dauert aber 90 Minuten. Also, lasst uns nicht die Fehler der ersten Halbzeit diskutieren, sondern die Socken hochkrempeln und wieder tüchtig zutreten. Denn der Ball ist rund und das nächste Spiel ist immer das Schwerste. Diese drei Sätze wurden dann auch von den Verfassungsvätern in das Grundgesetz aufgenommen und bilden heute die Grundlage der freiheitlich-demokratischen Grundgewerbeordnung. Nun ist jede Mannschaft natürlich nur gut, wenn sie einen richtigen Trainingspartner hatte. Da alle anderen sonst ausgerottet waren, holten sich die Deutschen die Kommunisten und verdroschen sie wie in alten Zeiten. Da die Kommunisten aber selber Fußball spielen wollten und nicht Punching Ball sein wollten,
gründeten sie einen eigenen Verein in der 49. Minute und nannten sich Dynamo DDR Lokomotiv. In der 53. Minute kam es zu einer gefährlichen Rangelei im Strafraum vom Brandenburger Tor, sodass in der 61. Minute auf beiden Seiten stark gemauert wurde. In der 69. Minute sorgte der neue Schiedsrichter Willy Brandt vorübergehend für Entspannung, aber in der 89. Minute stürmten plötzlich lauter Brüder und Schwestern, die bisher hinter dem großen Abspielgitter saßen, das Spielfeld. So kam es in der 90. Minute zur Wiedervereinigung, sodass eine Verlängerung nötig wurde. In der 100. Minute besannen sich die Deutschen endlich auf ihre Anfänge, dass sie nämlich nicht verarscht werden wollten. Also zogen sie unter der Führung von Egidius Braun zur Europameisterschaft und verarschten sich einmal tüchtig selber vor der ganzen Welt. Was lernen wir daraus? Warum ist der 3. Oktober der Feiertag nicht der 17. Juni? Meine Damen und Herren, ganz einfach, am 17. Juni gab es einen Aufstand. Und Aufstände werden in dieser neuen Republik nicht gefeiert, sondern verhindert. Außerdem haben damals Arbeiter die rote Fahne vom Brandenburger Tor runtergeholt. Hier gibt es keine roten Fahnen zu feiern, meine Damen und Herren. Und sowieso ist es, dass hier nicht mehr runtergeholt wird, sondern gearbeitet. Das ist das Leistungsprinzip. Das ist das Leistungsprinzip, meine Damen und Herren, das brauchen wir im Zuge der Globalisierung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Darum kommt es doch darauf an, meine Damen und Herren. Die Fischer-Scharping-Schröder-Bande. Bader-Meinhof hatte aufgegeben. Haben im letzten März immer davon gesprochen, es gelte, eine humanitäre Katastrophe auf dem Kosovo zu verhindern. Ja, was ist jetzt das? Humanitär heißt ja den Menschen dienlich. Also eine den Menschen dienliche Katastrophe verhindern. Es wurde heute Abend schon oft erwähnt, auf sowas kann man nur kommen, wenn man dauernd vom Fahrrad fällt. Auch, haben Sie schon gehört, Rudolf Scharping hat eine neue Freundin. Also Frauen gibt's aber auch. Nein. Auch die Sprachregelung letztes Jahr. Bis zum März gab es in Deutschland Kosovo-Albaner, die auch hier in Hamburg bekannt waren als Hütchenspieler, kriminelles Gesindel, von der Reeperbahn das ab März hießen die plötzlich Kosovaren, traten als Mensch auf, hatten auch Kinder dabei, waren Mitglied der UCK, dem bewaffneten Arm von Amnesty International. Ne? Wir unterscheiden ja. UCK ist prima, PKK ist voll. FKK ist letzten Endes Geschmackssache. Das soll jeder machen, wie er lustig ist. Meine Damen und Herren, was aber die Serben für uns auf dem Balkan sind, sind in der Innenpolitik die Rechtsradikalen. Deshalb haben wir hier nicht nur ein Stück Seife, sondern ein Stück Hygiene. Das neue Jahrtausend hat sauber begonnen, das jüngste Gericht hat nicht stattgefunden. Selbst die Zeugen Jehovas geben es inzwischen zu, dass sie sich geirrt haben. Jetzt schieben sie es auf einen Systemfehler in der Software. Der Wachturm sei abgestürzt. Das Jahr 2000 ist auch das Jahr der Jubiläen. Helmut Kohl wurde 70, herzlichen Glückwunsch nochmal. Und Friedrich Nietzsche ist vor 100 Jahren gestorben. Zwei Fachleute in Teilgebieten des Nihilismus. Friedrich Nietzsche hat immer gesagt, gefährlich leben. Baut eure Häuser an den Rand des Vesuv. Fliegt mit der Concorde auf die Philippinen. Hat er nicht gesagt. Das hat seine Schwester, die Elisabeth Förster, da reingefällt. Stübisch. Also, sauber leben, meine Damen und Herren, und anständig bleiben und gefährlich leben, das ist es doch. Das gilt auch für unsere Urlauber. Die Wallerts wurden jetzt von Sat.1 gefragt, ob sie beim Inselduell mitmachen. Und ja, sie genauso reagiert, wie sie jetzt haben Nein gesagt, weil sie haben im Reisebüro von Mutter Beimer in der Littenstraße schon den Weihnachtsurlaub gebucht als Abenteuerurlaub. Nein, meine Damen und Herren, ich habe den Eindruck, in Göttingen, da gibt es eine Schule für Profigeisel. Aber das ist eine andere Geschichte. Haben Sie nicht Mark Wallert gesehen, wie der rauskam? Sofort Englisch in die eine Kamera, Deutsch in die andere Kamera. Den Exklusivvertrag mit dem Stern sofort geradeaus. Das will gelernt sein und das war gelernt, meine Damen und Herren. Also, meine Damen und Herren, hier haben wir das Stück Sauberkeit, nicht nur für unsere Urlauber, sondern für auch unseren deutschen Volkskörper, der heute Abend mehrfach erwähnt worden ist, mit Recht, denn er hat sich schon wieder dreckig gemacht. Da sind braune Flecken. Das sieht gerade gegenüber dem Ausland nicht schön aus. Das muss weg. Das ist unschön. Der deutsche Volkskörper, meine Damen und Herren, muss gereinigt werden, da müssen endlich mal alle Nazis weggequetscht und weggeschrubbelt werden. Raus mit den braunen Ratten, keine Menschenrechte für Nazis, meine Damen und Herren. Das stand jetzt übrigens als Leserbrief in der Taz, die ja auch neue Abonnenten sucht. Es ist doch so, niemand hat die Freiheit, auf Kosten unserer Nachkommen, sich heute an der Gesundheit unseres Volkskörpers zu vergreifen.
Tod den Läusen und der weißen Läusebrot. Entschuldigung, das waren jetzt die Kommunisten. Habe ich wieder verwechselt. Das waren ja die Bolschewiken. Bolschewiken haben zweierlei gemacht. Einmal das, worauf sie sich reimen, die Bolschewiken. Und die Bolschewiken haben auch gesäubert. Die haben sowas von den Sowjetkörper gesäubert, bis das ganze sozialistische Gewand weg war. Und heute liegt der russische Volkskörper blank vor uns. Diese von Haut bedeckte Wodka-Verflechtung. Meine Damen und Herren, und deshalb, weil so viel gesäubert werden muss, hat der deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder, unser Oberreichssauberkeitsführer, angesprochen auf die Verbotsmöglichkeit für die NPD gesagt, das ist ein Stück politischer Hygiene. Und wenn man das vom Körper weghält, weit weghält, ist es ein Stück weit Hygiene. Also muss dieser Körper gereinigt werden, meine Damen und Herren, schon um der Gesundheit willen. Da muss hygienisch das Ungeziefer beseitigt werden. Das ist die Sprache von Adolf Hitler. Aber beim Kampf gegen rechts müssen wir sagen, können wir uns die Verbündeten nicht auswählen. Da dürfen alle mitmachen, die hier bei diesem Ziel dabei sind, meine Damen und Herren. Da denken wir doch manchmal. Denken wir doch manchmal, in diesem Land hat man es nicht. Nein, ich sage immer, wer in den Puff geht, muss sich nicht wundern, wenn er dort Huren trifft. Und wer in die Politik geht, muss sich auch nicht wundern. Trifft allerdings keine Huren. Nein, es gibt ja Leute, die sagen, alle Politiker sind Verbrecher. Das ist naturgemäß Unsinn. Das wirklich organisierte Verbrechen arbeitet auf höherem Niveau. Abend, meine Damen und Herren, er geht zu Ende. Sie haben noch etwas Konzentration für das ganze Deutschland, als großes Ganzes. Darf man über Deutschland doch geteilter Meinung sein? Och ja, wissen Sie, ich heiße Deutschmann, der Name ist Auftrag und Verhängnis zugleich. Ich habe mich in den Süden verzogen, Baden, Freiburg, das gehört mentalitätsmäßig eher südlich der Alpen, nicht wahr? Da ist zu viel mediterrane Luft im Oberrheingraben, das merken Sie ja. Und hier in Hamburg, naja, Sie sind auch ein eigenes Völkchen, England zugetan und der Ministerpräsident vom Saarland, der Müller, möchte am liebsten nach Frankreich. Und Bayern gehört eh quasi zu Österreich. Also das Deutschland ist nicht so zusammenhängend, wie man immer meint. Auch vom Namen her nicht. Weil wir sagen, wir sind Deutsche. Aber im Ausland klingt es ganz anders. Die Franzosen sagen les Allemands, die Alemannen. Die Engländer sagen the Germans, die Germanen. Die Finnen sagen die Sachsen. Ja, klingt auch nicht gerade freundlich. Und die Italiener sagen i tedeschi, i tedeschi. Ja. Sehr rätselhaft. Das kommt von Theodiskus, mittelhochdeutsch-lateinisch gemischt, heißt so viel wie zum Volke gehörig. Wir sind alle das zum Volke gehörige Volk. Kommt man auch nicht weiter. Und die Russen sagen, die Slawen sagen, Niemce, die Stummen. Sehr, sehr rätselhaft. Wer sind wir eigentlich, nicht wahr? Also, man könnte auch sagen, was brauchen wir eine Nation? Wir könnten doch sagen, ein Zollverein würde doch vollkommen reichen. Nein, meine Damen und Herren, auch unsere Hymne ist ja ein Armutszeugnis. Ja, wir singen die dritte Strophe, die erste marschiert im Geiste mit. Unsere Hymne ist da gar kein deutsches Lied, ist ein österreichisches Lied von Josef Haydn, komponiert die Melodie. Das heißt, es ist Beutekunst quasi. Beutekunst, irgendwann müssen wir das zurückgeben. Und ja, wenn der Haider sie will, müssen wir sie rüberschieben, bleiben auf dem Text sitzen. Hoffmann von Fallersleben, ein Hochstapler, hieß Hoffmann, war ein Bürger, wohnt in Fallersleben, 300 Einwohner, nannte sich Hoffmann von, um den Adel zu beeindrucken. Ja, ist niemand aufgefallen. Der hat getextet, noch versucht, die dritte Strophe zu verbessern. Einigkeit und Recht und Freiheit stehen auf unserem Panier und für diese Zeichen kämpfen, siegen oder sterben wir. Das ist nun tiefstes 19. Jahrhundert. Damals war für einen 35-jährigen Syphilitiker der Heldentod noch eine echte Alternative zum weiteren Siechtum. Nein, ich... Mir wurde gesagt, ich solle zum Abschluss die Hymne spielen. Sie können ruhig sitzen bleiben. Es gibt keinen Grund aufzustehen, meine Damen und Herren. Nein, unsere Hymne, ich habe sie etwas europäisiert. Sehr, sehr eigenwillig, wenn sie es... Sie beginnt mit einer GEMA-freien Oktave. Alte Melodie aus Elf Aquitaine.
Wir brauchen eine Hymne, die den deutschen Horizont übersteigt, ohne wie ein Damoklesschwert über allem in der Welt zu schweben. Und unseren kranken Nachbarn auch. Wir brauchen eine Hymne, bei der Lothar Matthäus nicht mitsingen kann. Die Hymne ist hundepfeifentauglich. Man kann sie so spielen, dass auch der deutsche Schäferhund mitsingen muss.